So Leute, moin zusammen. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Mal wieder hier ein Video mit der geilen Kulisse Mittelmeer, Insel Menorca, wo ich aktuell noch ein paar Tage lang sein werde. Deswegen ein paar Videos mit dieser Kulisse werden auf jeden Fall noch kommen. Ich habe wieder eine kleine Stelle gesucht, wo hoffentlich nicht ganz so viel Wind. Ihr seht, dass an meinen Haaren dort bei der Kamera ankommt. Dementsprechend, dass die Soundqualität okay ist. Ansonsten verzeiht es mir, falls der ein oder andere leichte Rauscher drin ist durch den Wind. Kann man auch nichts dran machen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, gerne kostenfrei ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Ich habe wieder ein paar Themen rausgesucht, über die wir heute sprechen müssen. Heißt, ich spreche und ihr schreibt eure Meinung in die Kommentare rein. Bitte zu jedem Thema, ist mir ganz wichtig. Und ich habe ja gestern, vorgestern, in den letzten paar Tagen ein paar Videos gemacht über das Thema SPD und wie schlecht sie bei der Europawahl abgeschnitten haben letzte Woche. Und jetzt sieht es so aus. Das fand ich ist eine sehr überraschende Nachricht für meinen Geschmack. Das hat sich nicht unbedingt so angedeutet. Ich hätte eher gedacht, dass sie Frau Nahles hingeht und wird nochmal versuchen zu kandidieren. Was man jetzt, also erstmal die Nachricht, Frau Nahles, Andrea Nahles wird zurücktreten als Fraktionschefin und Parteivorsitzende der SPD. Und man konnte es erahnen, jetzt so vor ein paar Tagen hat es sich bekannt gegeben und danach kam mir erstmal so, ich sag mal, Vorwahlen bei den verschiedenen Veranstaltungen, die sie ja haben. Und da hat sich schon ein ganz klares Zeichen abgebildet, dass das nichts wird. Und ich denke, das ist ihr Schritt, einfach so zurückzugehen, zu sagen, nö, dieser Blöße stelle ich mich gar nicht, weil ich weiß, dass ich nicht gewählt werden würde und dementsprechend ziehe ich jetzt komplett zurück. Und jetzt geht sie aber noch einen Schritt weiter, den ich verdammt interessant finde, über den wir sprechen müssen. Sie sagt nicht nur, dass sie von diesen beiden Vorsitzendenpositionen zurücktritt, sondern auch noch, hat eine Fraktionssprecherin bestätigt, will sie ihr Bundestagsmandat niederlegen. Und das wiederum finde ich wirklich sehr interessant. Das heißt, das wäre ein kompletter Rückgang, ein kompletter Rückzug aus der gesamten Politik. Das finde ich ganz interessant. Ich denke, da ist hinter den Kulissen bei der SPD gerade aktuell einiges los, womit sie sich einfach gar nicht mehr wirklich identifizieren kann und whatever. Alter, Schwede fliegt die Möwe tief. Und das finde ich ist ein ganz interessantes Thema, weil wir wissen ja, ich habe Frau Nahles des Öfteren hier in diesem Kanal schon mal kritisiert, besonders für ihre Vita, sodass sie 10 Jahre lang studiert hat, also sprich 20 Semester, für eine Regelstudienzeit, die deutlich kürzer ist, ich glaube die Hälfte ungefähr, Germanistik und Politikwissenschaften, allerdings an der sehr renommierten Uni Bonn. Ja, und ja, sie hat auf jeden Fall einen Abschluss gemacht. Das ist ja für ihre Partei oder auch andere Politiker schon mal auf jeden Fall etwas mehr, was man anderer nicht vorzuweisen hat. Jedoch, sie hat in ihrem Leben noch nie in der freien Wirtschaft irgendwo gearbeitet. Und da frage ich mich jetzt ganz interessiert, was wird die denn nach ihrer Politkarriere jetzt machen? Die ist, ich glaube, irgendwie um die 50. Was hat die denn jetzt noch gut 15 Jahre vor zu machen? Klar, die war auch mal Minister und oder Ministerin. Dementsprechend hat die natürlich Anspruch auf verschiedene Pensionszahlungen, wie es immer genau heißen mag. Nichtsdestotrotz braucht man da auch ein gewisses Alter erstmal für, bis man da einen Anspruch drauf hat. Das finde ich ganz interessant und das weiß ich nicht so ganz, was da los ist. Und da kommt direkt wieder der nächste Gedanke, was man auch schon so ein bisschen in der Presse gelesen hat. Ja, die wird ja bestimmt bei irgendeiner Firma, denen sie gut getan war, wohlgesonnen war, während ihrer Zeiten als Politikerin irgendeinen schönen Aufsichtsratposten bekommen, einen Vorstandsposten oder ähnliches, so wie man das von wirklich zahlreichen Politikern kennt, was man, wie ich finde, aufs Schärfste wirklich verurteilen muss. So genauso, dass die Politiker mittlerweile eine Diät, also eine Aufwandsentschädigung, so heißt es genau, für Bundestagsabgeordnete von über 10.000 Euro, ab dem 1. Juli ist das so, im Monat erhalten. Und das ist schon verdammt viel Geld. Und zusätzlich gehen ja viele von denen auch noch hin und bieten dann Reden oder ähnliches bei Firmen oder sonst was an. Und das ist ja immer, also ich glaube gerade Per Steinbrück war das, der da sehr, sehr viel nebenbei gemacht hat. Gibt es aber auch wirklich fast jeder, der das da macht. Und das weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht unterbieten sollte, weil wenn ich doch da eine Rede halte, dann bin ich doch irgendwo, wenn ich da bezahlt für werde, irgendwo natürlich auch in gewissen Art und Weise, in Anführungszeichen, käuflich von dieser Firma oder dieser Institution oder sonst was. Und
bin denen doch irgendwie wohlgesonnen gegenüber bei meiner nächsten Entscheidung, die ich treffen werde, die vielleicht auch irgendwo mittelbar oder unmittelbar treffen könnte. Das mag man jetzt einfach mal so zur Diskussion in den Raum stellen, ohne da irgendjemandem was Konkretes zu unterstellen, weil die Nachweisbarkeit ist da natürlich immer sehr, sehr schwer. Und klar, da gibt es natürlich auch Gesetze dagegen, keine Frage. Ja, des Weiteren hat sich dann natürlich auch noch, das hat man ja vor ein paar Tagen auch besprochen, der Martin Schulz dagegen ausgesprochen, dass er an der Parteivorsitz sich bewerben würde oder ähnliches. Das fand ich ganz interessant, weil so wie er gestachelt hat in den letzten Wochen, fand ich das eigentlich interessant und hätte gedacht, dass er es machen wird. Ist allerdings nicht so passiert. Da bin ich mal jetzt gespannt, wer da auftauchen wird. Sehr gut vorstellen könnte ich mir auf jeden Fall hier den Alpha-Kevin, den Kevin Kühnert, mit seinen krassen Forderungen, aber auch nicht gegen viel Gegenwind oder sowas bekommen hat aus der eigenen Partei. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Allerdings, ich hätte es eher später erwartet, zum September hin, wenn diese eigentliche Wahl hätte stattfinden müssen. Jetzt vorgezogen kann es natürlich sein, dass die ganzen Kandidaten, die das für den September geplant hatten, gar nicht darauf vorbereitet sind, jetzt zu kandidieren. Aber es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend, wie weit oder wer da sich jetzt aufstellen lassen wird. Dann habe ich hier noch ein ganz spannendes Thema. Da haben wir wirklich so viele Leute, Instagram-Nachrichten. Hallo, da liegen ja ein paar Ladies auf dem Boot. Hallo. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Leute bei Instagram und per E-Mail geschrieben. Olli, hast du diese Umfrage gesehen? Oder auch in die Kommentare haben es einige von euch geschrieben. Die Grünen sind stellt die stärkste Partei in Deutschland dar, laut aktueller. Und jetzt darf man nicht durcheinander kommen. Forsa-Umfrage. So ist es richtig. Die Forsa-Umfrage sagt nämlich, 27% würden die Grünen bei einer aktuellen Bundestagswahl bekommen anhand der Anzahl der Stimmen. 27%, wirklich ein Viertel, über ein Viertel aller Deutschen würden die Grünen wählen, die wahlberechtigt sind. Und jetzt kommt's, CDU, CSU wären nur 26%, sprich einen ganzen Prozentpunkt weniger und wären damit nicht mehr die stärkste Partei in Deutschland, was sie eigentlich ja viele, viele, viele Jahre Abwechslung mal auch mal mit der SPD, eigentlich immer waren. Und das ist wirklich richtig krass dafür, dass, wie wir auch wissen, vor ein paar Jahren noch das Thema war, die Grünen, die haben doch gar keine Agenda mehr. Die haben Atomkraft abgeschafft, so zwangsläufig sind sie da irgendwie involviert drin gewesen, haben das hingekriegt, gibt es nicht mehr in Deutschland, wird abgebaut und hatten so vor 5, 6, 7 Jahren gar keine eigenen Themen mehr und haben sich, muss man ihnen lassen, gut aufgestellt in den letzten Jahren, personell für die grünen Verhältnisse klar, ob das jetzt die richtigen Kandidaten sind, das wage ich nicht zu beurteilen. Nichtsdestotrotz, inhaltlich haben sie das gemacht oder zumindest haben sie populistisch die Themen, die sie auf der Agenda haben, für wichtig erachtet haben, gut in den Volksmund irgendwie hingeschafft zu übertragen. So, glaube ich, kann man das ganz gut ausdrücken. So, aber darauf wollte ich hinaus. Das war die Forsa-Umfrage. Die Forsa-Umfrage sagt diese Werte. Und es gibt diesen netten Spruch, ich weiß leider nicht, von wem der ist. Der ist uralt und immer wahr. Glaube nie eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Denn eine Statistik ist immer reine Auslegungssache. Das war auch eine der ersten Sachen, die ich im Studium gelernt habe seinerzeit. So eine Statistik, da kann jeder rein interpretieren, was er will. So eine Statistik kann man auch mal nur einen kleinen Teilausschnitt nehmen, einen Altersbereich von 50- bis 60-Jährige beispielsweise. Die wählen natürlich jetzt hier CDU noch mal mehr. Da sieht so eine Statistik wieder ganz anders aus. Was will ich damit sagen? Fragt immer kritisch nach, wer hat diese Statistik erstellt? Wer ist der Auftraggeber davon? Wer hat sie erstellt? Wer hat sie interpretiert? Und was sind eure eigenen Schlüsse daraus? Ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. So, und dementsprechend gibt es nämlich eine neue Umfrage, ganz frisch rausgekommen, von Mnet. Ja, kennt man auch, neben Forsa macht Mnet auch sehr, sehr große Umfragen. Und bei Mnet sehen diese Werte nämlich nochmal ein bisschen anders aus, sodass es nämlich hier heißt, jetzt muss man die Werte nochmal kurz raussuchen. Genau, hier kommt nämlich CDU, CSU auf 28% und bleibt damit die stärkste Partei. Die Grünen kommen nämlich hier bei Mnet auf 20%, mal eben 7% Unterschied. Also daran kann man schon mal sehen, dass das alles nur irgendwo Richtwerte sind und entschieden wird wirklich erst an der Wahlurne, weil viele Leute machen das auch, yo, jetzt hau ich einen raus, jetzt wähle ich Grüne, jetzt wähle ich sonst was.
Und dann stehen sie da und sagen sie, ach komm, ich habe immer die SPD, die CDU gewählt, die wähle ich jetzt wieder. Glaubt mir, da bin ich fest von überzeugt, das machen sehr, sehr viele Menschen. Ganz sicher. Und dementsprechend ist das so der Tonus, den ich mit diesem Video, mit diesem Thema hier ein bisschen rüberbringen möchte einfach. Glaubt nicht jeder Statistik. Glaubt nicht jeden Scheiß, den die Presse da schreibt. Recherchiert danach, seid kritisch, weil so eine MNIT oder auch eine Forsa-Umfrage, beide jetzt, die sind nicht das Maß aller Dinge. Damit ist noch nichts in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Da kann immer noch bei der wirklichen Entscheidung was ganz anderes rauskommen. Da braucht vorher nur noch mal irgendwie ein neues Thema rauszukommen, da sind die unten durch. Oder auch, wie wird so eine Statistik erstellt? Das sind dann irgendwie 1000 oder vielleicht 10.000 Menschen, die da befragt werden, aus welchem Umfeld kommen die. Man versucht dann natürlich wirklich so die breite Masse abzugreifen. Alles. Das klappt aber auch nicht immer. Dementsprechend, Freunde, das war's schon zum Video. So schnell vergehen hier wieder gute 10 Minuten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung jetzt unten gerne in die Kommentare rein. Und haut rein. Es bleibt weiter entspannt. Bis zum nächsten Video. Ciao.